Lieben, und willkommen zu diesem Video. Ihr seht schon hinter mir, es hat sich einiges verändert. Also hier ist schon ein bisschen was in Sachen Wand neu gekommen. Wir haben, wenn ich mich so umdrehe, hier alles so ein bisschen beige gestrichen und oben diesen Streifen da gelassen. Und der ist auch wieder an der Tür hier mit dran. Das war unsere Wunschfarbe so fürs Wohnzimmer bzw. den Wohn-Ess-Küchbereich. Und das ist unsere Küche übrigens so, die steht noch nicht wirklich. Wenn ich jetzt hier reingehe, dann haben wir hier ein paar Schränke, die halt noch zusammengebaut werden müssen. Und da ist die Spülmaschine. Hier kommt dann am Ende der Kühlschrank hin. Und wir haben jetzt noch nicht so viel gemacht, beziehungsweise so viel aufgebaut bekommen. Die Schubladen liegen da im kompletten Raum rum, wenn ihr das da sehen könnt. Die sind also soweit schon aufgebaut, aber noch nicht ganz fertig. Und wir sind da noch dran. Hier ist auch schon die Tür von der Spülmaschine und sowas. Aber ja, durchs Arbeiten und so hatte man halt weniger Zeit im Moment. Wir sind jetzt offiziell in der Wohnung und wohnen offiziell hier. Wie ihr seht, bis jetzt sind noch keine Möbel hier drin. Und außer im Badezimmer. Das zeige ich euch direkt mal. Da habe ich mir nämlich einen schicken kleinen Schrank gekauft, und zwar so ein kleines Regal. Das ist dieses hier im Ikea, und wir fanden das einfach so schön von der Farbe her. Hat einfach super gepasst zu uns und super in diesen Raum hier gepasst mit dem Braunen und sowas. Und hier habe ich schon zwei Waschlappen drauf und halt so einen Seifenspender und so ein kleines Döschen für die Zahnbürste reinzutun. Und ja, falls ihr mich wieder fragt wegen der Jacke, die Jacke ist von Zara. Das habe ich, glaube ich, schon öfter mal gesagt. Das Oberteil ebenfalls und die Hose, keine Ahnung, irgend so eine No-Name-Hose von irgendwo, ich weiß es gar nicht. Kann auch Primark gewesen sein. Wie ihr seht, hat sich hier auch was verändert, denn das ist so eine, ja, ich würde nicht sagen rosa, aber so ein leichtes Rosa ist es schon. Und wir haben es gestrichen, es war viel dunkler als jetzt, und der Martin hat es gesehen, hat direkt gesagt, okay, das ist kein Ankleidezimmer, sondern dein Zimmer. Und dachte dann, okay, das ist ein bisschen zu krass für ihn. Also er wird sich hier umziehen, aber ich schätze mal, er wird sonst nicht so viel Zeit hier verbringen wie ich vielleicht. Aber ja, hierin werde ich auch wahrscheinlich meine Videos drehen, denn das macht sich ganz gut, wenn hier so mein Schränkchen hinkommt, was ich gleich übrigens besorgen werde. Mein Schminktisch, meine Unterschränkchen, und ja, ich freue mich. Im Schlafzimmer weiß ich gar nicht, ich glaube, die Wand hatte ich euch schon gezeigt. Hier sieht es jetzt momentan katastrophal aus, weil hier halt so Sachen von der Küche rumliegen und diese Wand halt nur gestrichen ist, aber das ist ja schnell gemacht, wenn die Küche mal aufgebaut ist. Und die Tür hier ist jetzt mittlerweile auch drin zur Abstellkammer. Und da muss der Maler noch seine Sachen rausholen. Und ja, würde sagen, diese ganzen Kartons hier müssen wir heute noch wegbringen. Das ist auf jeden Fall mal wichtig. Laut unserem Vermieter kann man die bei IKEA abgeben. Ich hoffe auch, dass das stimmt. Denn wir wissen gar nicht, wohin damit. Die liegen einmal da und einmal hier unten noch. Und wir müssen unbedingt mal schauen, wie wir die loswerden. Und heute ist so richtig schönes Wetter, wirklich. Also es ist ein Ticken sonnig und einfach so richtig schön heute. Und deswegen kann man heute mal ein bisschen rausgehen. Und zwar in meinem Jäckchen, ohne zu frieren. Und finde es einfach richtig schön heute, so vom Wetter her. Und es ist total angenehm. Und heute ist wirklich relativ schön. Wir haben bei uns gerade 14 Uhr, denn ich habe früher Feierabend freitags und kann dann einige Sachen erledigen, weil wir halt die Woche über Überstunden machen, können wir das halt abbauen freitags, und das ist immer ziemlich gut. Und wie gesagt, würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal zu IKEA. Ich muss vorher noch diese eine Wand ausmessen, die halt hier ist, damit ich weiß, wie ungefähr der Abstand sein muss, den mein Schrank haben darf, die Größe, und wie halt der Raum sich dann verändert, wie klein es wird und was passen würde. Lampen haben wir auch schon ein paar bestellt, aber die sind noch nicht da, und da müssen wir noch drauf warten. Und ich bin mir in dem Ankleidezimmer oder in meinem Zimmer, wie der Martin jetzt sagt, noch nicht so ganz sicher, was reinkommt. Deswegen muss ich jetzt die Wand ausmessen und gucken, ob das dann nachher auch passt. Also alles. Dann können wir jetzt eigentlich direkt in den IKEA starten. So, im IKEA bin ich jetzt. Ich bin jetzt in der Bilderabteilung, und da sind so ein paar Bilder. Denn wir suchen noch ein schickes Bild für übers Bett und für in den Flur über die Kommode.
aber irgendwie finde ich nichts. Und meinen Schrank habe ich schon eingepackt. Das zeige ich euch nachher, wenn wir es aufbauen. Ich hoffe, der Martin baut es auf und ich muss es nicht alleine machen. Denn mit dem Akkuschrauber bin ich ziemlich untalentiert. Ja, gucke jetzt wie gesagt nach so ein paar Bildern, aber ich habe bis jetzt nicht wirklich was gefunden, was wir verbauen wollen oder aufhängen wollen. So ein Blümchen wäre vielleicht ganz cool oder so eine Landschaft, aber ich suche noch weiter. So, jetzt suchen wir die Pakete. Eins habe ich schon. Ich muss zu Fach 13. Oh, mein Wagen. So, Fach 13 ist hier. Ich stelle euch mal hier ab. Könnt ihr mich sogar sehen? Richtig anstrengend, das alleine zu tragen. Hätte ich mir mal besser anders überlegt und doch auf den Martin gewartet. Hier bringst du dich ja um. So, jetzt brauchen wir noch die Herdplatte, die Arbeitsplatte. Regal 23, Fach 9. Jetzt müssen wir zu Regal 23. Und die Herd, ich schnaube schon, ich bin schon richtig gestresst. Meine Jacke schwitzt wahrscheinlich schon durch, ich finde es richtig ätzend. Aber da muss ich jetzt durch. Ich weiß auch noch nicht, wie das alles in mein Auto passen soll. Denn es ist schon so voll. Aber wir werden es gleich sehen. Ich bin mittlerweile in der Wohnung angekommen. Ziehe mir jetzt mal meine Jacke aus hier. Und ja, mein Auto ist so voll. Ihr werdet es nicht glauben. Ich zeige es euch gleich. Richtig, richtig überfüllt. Ich habe noch ein paar Sachen mitgenommen. Unter anderem ist das die Lampe, die meine Mama mir zu Weihnachten geschenkt hat. Seht ihr die? Ich finde die so schön. Und die wird in den Flur kommen. Fand die wirklich richtig, richtig hübsch. Hatte die gesehen irgendwo. Und man weiß ja, wenn man eine Andeutung macht, Frauen verstehen das besser als Männer, dann hat man meistens Glück, dass man das dann vielleicht geschenkt bekommt und jemand aufmerksam ist und sich denkt, fürs nächste Geschenk könnte ich das holen. Und meine Mutti ist da sehr aufmerksam, deswegen hat sie mir die mitgenommen und bin, wie gesagt, immer noch alleine. Der Martin ist immer noch arbeiten und bis der gleich kommt, wollte ich eigentlich das hochgetragen haben und geputzt haben. Und denke aber, ich glaube, ich werde erstmal mit Putzen anfangen. Ich denke mal, das ist sinnvoller. Und muss jetzt erstmal sauber machen und dann schauen, wenn der kommt, dass wir dann die Sachen aufbauen. Und bin schon gespannt, was ihr sagen werdet zu meinem Schminktisch. Oh mein Gott, ich habe gerade diese blöden Schränke hochgetragen, habe mir überlegt, erst das zu machen und dann zu putzen und ich bin kurz vorm Tod. Ich bin wirklich kurz vorm Tod. Die sind sowas von schwer, diese blöden IKEA-Schränke. Ihr kennt die bestimmt, wenn ich die nachher aufgebaut habe. Die werden einigen wahrscheinlich echt bekannt vorkommen. Die sind so schwer und musste die jetzt hochtragen. Und ihr seht, jetzt steht hier alles rum. Mein Videolicht und voll viele Kartons stehen hier rum. Und hier, die sind richtig, richtig schwer. Also die sind echt ätzend. Und muss jetzt auf jeden Fall mal hier in meinem Räumchen putzen, damit ich nachher hier allen möglichen Kram reinräumen kann, der Martin aufbauen kann an diese wunderschöne Wand und wir morgen die Sachen reinräumen kann. Wir haben übrigens Freitag, morgen Samstag ziehen wir um. Ja, und dann soll es soweit losgehen und ich bin jetzt wie gesagt hier dran. Muss jetzt anfangen zu putzen, ein bisschen sauber zu machen und danach können wir dann die Sachen aufbauen. Und ich bin echt schon gespannt, wie der Tisch aussehen wird. Ich hoffe, dass es gut wird. Der Martin möchte mir noch so einen Schminkspiegel basteln, weil die man so kaufen kann, die sind alle ziemlich teuer. Und deswegen haben wir gesagt, basteln wir das selber. Dass wir halt so einen Spiegel nehmen mit so einem Holzrand draußen drum, wo dann Löcher reingebohrt werden und die einzelnen Glühbirnen reingesetzt werden. Halt so ein typischer Schminkspiegel, den man auch auf Fashion Weeks und sowas hat und halt in der Garderobe hat. So einen möchte ich haben und er hat mir gesagt, er baut mir den deswegen. Ja, hatten wir die Abmachung, dass er das macht. Ich bin mal gespannt, wann es was wird. Vorerst werde ich mein My Beauty Light benutzen auf meinem normalen Spiegel und muss mich jetzt ans Putzen begeben. Hier steht auch schon mein Putzgerät und muss jetzt loslegen. So, also wir sind jetzt mittlerweile fertig. Hier, das ist der Schrank. Den haben wir mittlerweile aufgebaut, beziehungsweise eigentlich der Martin hauptsächlich. Und der Stuhl, den habe ich mir auch dazu ausgesucht. Wir müssen nur noch die Platte fertig schneiden lassen, weil die hier hinten etwas zu weit ist und das zu viel Platz vom Raum wegnimmt. Und wir fahren jetzt nach Hause und
dann war es das für heute, weil wir müssen für morgen fertig sein. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.